Wir sind beide wieder zurück in Köln, frisch erholt aus dem Urlaub zurück. Ich begrüße unseren Markenpsychologen Oliver Spitzer. Hi Olli. Hi Tobi. Olli, wir wollen heute sprechen über eine Frage, die reingekommen ist, die mittelbar, nur wirklich mittelbar, was mit Corona zu tun hat und sonst ganz erfrischenderweise mal gar nichts mit Corona. Die Frage lautet, was sollte man denn machen, was ist der wichtigste Tipp für Funkspots, wenn man jetzt startet oder für Funkspots im Generellen? Worauf sollte man am meisten achten? Frage geht an dich. Der wichtigste Tipp. Ich bin ja sehr schlecht im immer nur einen Tipp geben, weil es gibt so viel, was man beachten kann. Viel Allgemeines, was ja einigermaßen bekannt ist. Akzent benutzen, Regionalität nicht unterschätzen, Aktualität von Audio gezielt einsetzen. Viele Dinge, die man machen kann. Auch viele Dinge, die psychologische Wirkung wunderbar antreiben können. Ja. Beispielsweise den Call to Action nicht einfach nur als irgendeine Anschrei-Rabattmechanik nutzen. Ja. Mhm. Und am Ende müssen wir nochmal sagen, wir haben einen Rabatt, ja, sondern den Call to Action gezielt zum Markenkern auswählen. Ja, eine Versorgermarke, die für die ganze Familie da ist. Da kann eine 4-zu-3-Aktion oder 4-für-3-Aktion natürlich viel, viel besser performen als bei einer Luxusmarke, die nur für mich da sein soll. Da geht der Rabatt komplett nach hinten los, beziehungsweise so eine Vervielfältigungsmechanik geht nach hinten los, auch wenn sie gut gemeint ist. Oder das Tag-On, das ist etwas, wo wir tagtäglich in der Forschungsarbeit drüber stolpern, dass im Tag-On eines Funkspots, und das erlebe ich tatsächlich fast nur bei Funk oder bei Audio, dass im Tag-On eine zweite Geschichte aufgemacht wird. Das heißt, der Tag-On wird nicht genutzt, um die Story des Hauptspots abzurunden oder nochmal zu pointieren, sondern es wird eine zweite Geschichte begonnen. Das geht jedes Mal nach hinten los. Also, ja, du merkst, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, okay. Wir versuchen es nochmal an der einen Stelle. Gibt es irgendwas, wo du jetzt vielleicht einfach auch mit Bezug auf die aktuelle Situation dann doch wieder sagen würdest, das sollte man auf jeden Fall vermeiden oder das sollte man auf jeden Fall machen? Ja, durchaus. Also, es gibt die eine Wahrheit zum Thema Audio, die vor und auch nach Corona schon da war und da sein wird, die aber jetzt sozusagen wahrer ist denn je. Okay. Und das ist kein handwerklicher Kniff, sondern es ist eine Haltung, die ich dem Medium gegenüber entwickeln muss. Ich verunglimpfe mal Watzlawick und sage, man kann nicht emotionalisieren. Auch nicht mit Audio. Ja. Ganz kurz ausgeholt, ich komme ja selber aus der von Agenturseite, ja, und habe Spots gemacht, bevor ich faul wie ich bin in die Forschung gewechselt habe. Und damals hatte Funk oder Audio für mich eine super klare Rolle, nämlich Endkunden anschreien. Da gibt's was, da gibt's das noch billiger, komm zu uns, kauf. Und das spüren wir ist auch heute noch viel zu oft die Rolle, die mit Audio assoziiert wird. Weil man davon ausgeht, es fehlt ja ein Kanal, ich habe kein Bild, also kann ich nicht emotionalisieren. Mhm. Unterm Strich, totaler Unsinn. Ohne Bild kann ich im Zweifelsfall sogar noch intensiver emotionalisieren. Klingt erstmal komisch, aber woran liegt das? Wenn mir die richtigen Audio-Codes serviert werden, dann vervollständigt meine Psyche, meine individuelle Lerngeschichte, meine Erfahrung, meine Präferenzen, vervollständigt sozusagen das Kopfkino, ja, das innere Bild. Das heißt, das ist viel, viel individueller als jedes Bild, das mir jemand fertig unter die Nase hält, sein könnte. Ja. Und das macht es besonders emotional. Und die Haltung, Audio nicht um abzuverkaufen, sondern Audio-Spots machen, um zu emotionalisieren, Klammer auf, wenn das gut gemacht wird, ist Abverkauf die Folge davon, Klammer zu. Mhm. Diese Haltung zu entwickeln, das ist heute mehr denn je ein, ja, ich nenne es mal Tipp, damit es zur Frage passt. Sehr schön. Das kaufe ich dir ab, das Thema, dass man hier nicht rumschreien muss und nicht anschreien muss und einfach festhalten darf, man kann nicht emotionalisieren. Und ich halte jetzt mal für unser Gespräch hier wieder fest, man kann nicht nichts lernen
von einem Gespräch mit Oliver Spitzer, unserem tiefen Psychologen und Marken- und Emotionsforscher. Danke für diesmal. Wir sprechen nächstes Mal weiter. Ich danke dir. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.